Wow. Riesengroß. Beängstigend eigentlich so. Von der Größendimension her schon beeindruckend, ja. Und keine Frage, auch ich hab manches Mal zittert und gefehlt. Jede von euch gefällte Urteil hab ich auch bisher überlebt. Ich kenne Vorurteile und ja, ich kenn die blanke Angst in mir. Ich will zum lieben Gott, glaub was ihr wollt von mir, das kreuzigt mich dafür. Der schiefe Segen in diesem Land hat mich verletzt, hat mich gebrannt. Unser Schicksal, unser Weg. Das Ganze Konstrukt ist ja mega groß. Man kann mit dem Auto unten durchfahren und vom einen Ende bis zum anderen, glaube ich, hat man eine halbe Stunde Arbeit zu laufen. Also es ist wirklich mega groß, das ganze Teil. Und wie gesagt, wenn man auf der Bühne steht, dann wirkt es erst richtig groß, weil die Bühne auch interessant ist. Also wirklich, ist schon ein amtliches Teil hier in Frankfurt, im Commerzbank Arena. Ja, ich sitze hier schon eine ganze Weile und bin immer noch am Staunen. Schon gestern, als ich das erste Mal reinkam, dachte ich mir, ey, wie geil ist das denn? Vorblich getrennt im Sturm, vereint mal ganz im Rost und mal im Glanz, nicht ganz und wohl, aber mit Rückgrat. Wie wir es eigentlich immer machen, kurz vor einer Show oder zumindest kurz vor einer Tour. Wir machen ausgedehnten Soundcheck. Das heißt, wird nochmal alles durchgecheckt. Die C1-Fahrten werden geprobt, das Licht wird noch justiert. Und natürlich muss man sich auch wieder ein bisschen einrufen, denn ein Stadion zu spielen, das ist dann nochmal eine andere Nummer als wie jetzt zum Beispiel beim Alpenflair. Und deshalb muss man sich erst auf der Bühne wieder so richtig einrufen. Komm rein! In das Minutenland 30.000 zusammenfallen. Der Lacht der Wein. Durch alle Lärm, durch alle Straße. Auch dass die Welt der Weltstabe Wahrheit sieht und die Lüge stirbt. Zeigt euch Frankfurt. Die erste Stadionshow. Ich glaube, jede Band hat ein großes Ziel, irgendwann in einem Stadion, wie wir es hier in Frankfurt, in einem schönen Stadion zu spielen. Ein Highlight, was wir haben, was wir noch nie hatten, ist, dass wir von der Bühne nach draußen laufen können. Also vor den großen Boxen noch nach außen laufen können. Also das, damit du halt auch die Leute, die an den Seiten stehen und nicht ganz so gut sehen, dass du die auch mit einbauen kannst, indem dass du da zu denen rüberlaufen kannst. Auf das freue ich mich, weil das hatten wir noch nie. Das ist ganz was Besonderes. Yeah, 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 ich will alles sehen! Yeah, yeah, yeah! Du bist mal wieder aufgewacht. Im Stadion hat der Föhr ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, den besten Platz. Zumindest den besten Sitzplatz, denn ich habe alles komplett im Blick. Ich sehe einfach nur eine Wand, eine schreiende Wand, eine tanzende Wand und ja, ein Wahnsinnsgefühl und immer wieder geil aufs Neue. Adrenalin pur, Emotionen pur, Gänsehaut pur. Wenn ich 30.000 höre, lache ich erstmal, weil das natürlich eine unglaublich große Zahl ist. Wir haben jetzt ungefähr das Doppelte von der Wuhlheide. Wir vier, ja, keine Ahnung, im Stadion hier in Frankfurt vor so vielen Menschen. Noch dazu die Vorbands, die wir selbst ausgesucht haben, weil sie uns jahrelang begleitet haben. Was will man mehr? Freunde sind da, Eltern sind da, Bandkollegen sind da, alle sind da gefühlt und von dem her, ja. Wirkt komisch, aber gut. Jetzt hier im Stadion zu sitzen und hier heute zu spielen, also das schon, da kann man nur Danke sagen. Also, danke an alle. Lieber falsch und dafür laut aus rote Stille. Das hier ist ein Song und das hier ist schiefe Wille. Auf euer Glück, Freunde! Zwischen Aufregung und Vorfreude und Nervosität und teilweise auch ein bisschen Unsicherheit derzeit
ist alles dabei. Ich freue mich, wie gesagt, auf alles, was kommt. Ich werde mir Mühe geben, ich werde es genießen. Und ich weiß, wenn die ersten Songs dann draußen sind, dann ist auch alles wieder gut. Das gehört dazu. Auf alle Fälle habe ich meinen ansonsten immer stattfindenden Mittagsschlaf heute nicht hingekriegt, leider Gottes. Ich habe es probiert. Aber irgendwas war in mir, was mich nicht zur Ruhe kommen ließ. Und ich glaube, es ist das Konzert. Ich glaube wirklich, es ist das Konzert. Also ich erwarte mir sehr, sehr viel. Wir haben ja vor 3 Jahren in der Wuhlheide gespielt, da waren 17.000. Heute sind ein paar mehr. Ich glaube, es wird ein geiles Händemeer. Es werden Emotionen pur. Es wird hoffentlich der lauteste Chor der Welt. Ich hoffe mir einfach ein richtig geiles Konzert, wo wir noch unseren Enkel und Enkelkindern davon erzählen werden, wie schön es in Frankfurt damals war. Wir sind noch besser als die Eltern. Alles okay, alles okay. Es funktioniert seit eh und je. Der Teufel trägt Gewalt. Und wir lachen dabei. Ein weißes Blatt Papier vor mir, der Spiegel der verschlossenen Tür. Was suchen ein, was mach ich hier? Bin absolut gedankenleer. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut. Die Batterie steigt und die Nervosität ist langsam und nach wenigen Minuten geht's los. Wir sind bereit und die Hütte ist voll. Die Bilder im Kopf, sie drehen sich wieder. Ihre Stimmen meine, ja vielleicht auch die deine. Und wir springen auf den Ringen. Und vergessen und vergangen. Ich lebe ins Englische Zeit. Gefangenheit sind Schwerte wie Dunkelheit, verschwommen in der Schattenwelt, Gesicht nach unten geschlagen. Ja! Kopf auf die Brust nach vorne. Es war also richtig mega. Ich habe mich nicht so fett vorgestellt, aber es war wie im Film, kann man fast sagen, wo wir auf der Bühne waren und der Chor ging los, ja, unbeschreiblich. Also wirklich ein Gefühl, das man noch nicht so oft hat. Oh, die Rettung, ich springe! Und vergessen und vergehen, ich lebe ins Rettliche Zeit. Von 10 Punkten für mich persönlich zu wenig. Alle Ängste waren verflogen, alle Sorgen waren weg und alle positiven Erwartungen waren erfüllt. Traumhaft. Geil, geil, geil. Das war ein Bild für den Götter. Es war echter Wahnsinn. Also die Stimmung war super. Gespielt haben wir geil. Es war großartig. Ganz großes Kino. Vielen Dank an jeden, der dabei war. Ich hoffe, wir werden spielen so schnell wie möglich wieder mal im Stadion, weil das ist schon ganz was Feines. Dafür einen fetten Daumen nach oben. Ihr seid die Allerbesten.
die man haben kann. Dankeschön. Aber das Highlight war natürlich die Fans, die von vorne bis zum Schluss total durchgehalten haben und das Ganze uns auch wieder aufgepusht haben und immer weiter gepusht haben. Das war ein sehr schönes Geben und Nehmen heute. Also es hat funktioniert. Es war voller Energie heute. Das gefällt mir.